Einen wunderschönen guten Tag hier bei Shitty Ass Tutorials. Mein Name ist Safety First und heute bringe ich euch bei, wie ihr euch am effizientesten vor Lärm schützt. Zum einen hätten wir hier zum Beispiel Styropor, wenn ihr einen Raum verkleiden wollt. Das ist aber eher sinnvoll bei Wärmedämmung. Für Schalldämmung solltet ihr zu solch einer Eierpappe greifen. Ich zeige euch das mal kurz an einem Beispiel, wie effizient sie vor Lärm schützt. Seht ihr? Ich habe fast gar nichts gehört.